Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zum MSK Eurocup 2016. Das dritte Spiel hier auf dem Kanal und heute geht's ins Viertelfinale und es geht gegen den Gastgeber. Es geht gegen MSK, gegen Selman selbst, den Ausrichter dieses Turniers. Seinen Link natürlich genauso wie alle anderen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir wollen gewinnen, wir werden alles geben, um hier ins Halbfinale einzuziehen und dann gegen eventuell einen der besten Spieler Deutschlands anzutreten. Da sind nämlich beispielsweise Prones oder FIFA Golds United noch mit im Turnier. Ich bin gespannt, das ist unser Team hier. Ihr kennt es schon, Costil, Zuma, Koscielny, Debuchy, Tremolinas, Payet, Ben Arfa, Matuidi, Alessandrini und vorne drin Griezmann und Tepp. Natürlich wird wieder Lacazette eingewechselt werden. Ich bin gespannt, wie Selmans Team aussieht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Bis gleich. Da haben wir den Selman und wir spielen gegen vielleicht den Geheimfavoriten der EM 2016. Beziehungsweise vielleicht mittlerweile sogar schon richtiger Favorit. Wir spielen gegen die belgische Nationalmannschaft und warten jetzt gerade nur noch darauf, dass der Selman auf A drückt und damit wir gleich endlich ins Spiel reinstarten können. Ich bin richtig gespannt, wie das Ganze laufen wird. Und naja, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Und jetzt sind wir auch drin im Spiel. Das erste auf meinem Kanal, Lukaku Team of the Season, Mertens, Hazard, De Bruyne, Witzel. Dann haben wir Raja, Nainggolan, Vertonghen, Kavanda, Courtois. Ja, Kompany und Vermaelen. Ein ganz starkes Team, aber wir schaffen das. Es sind die ersten Minuten, die ich heute den Controller in der Hand halte und ich bin wirklich nervös, aber das ist gar nicht nötig. Matuidi 1:0. 10 Minuten durch und wir führen direkt in dieser Partie durch Blaise. Matuidi vielleicht den torungefährlichsten Mittelfeldspieler, den wir in unserem Team haben. Mit Ben Arfa und Hazard haben wieder richtig starkes Potenzial. Aber das natürlich beruhigt schon mal ordentlich. Setzt sich hier gegen Kompany durch und dann der Abschluss ins Kurze. Courtois chancenlos und wir führen in diesem Spiel mit 1:0. Schön gemacht von Ben Arfa auf Alexandre Lacazette, der mit dem Berberspin in die Mitte geht. Ah, und dann die Ballrolle zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt die Riesenchance für Kevin De Bruyne, der Pfosten rettet und es gibt keinen Elfmeter hinterher. Obwohl er da definitiv gefoult wurde, aber Tremolinas hat sich da irgendwie aus der Affäre gezogen. Ganz, ganz bittere Szene für den Selman. Alter, wie schnell ist denn Kavanda? Ein Teppi müsste ja normalerweise schon ungefähr genauso schnell sein, aber der hatte ja gerade gar keine Chance. Ja, Griezmann holt sich den Ball und behauptet den dann gegen Jan Vertonghen. Die Flanke, da ist Lacazette. Oh, schade. Courtois ist da. Pass auf Lacazette. Der war, glaube ich, im Abseits. Oder? Ja. Na, da ist Lukaku nach dem Fehler von Tremolinas, aber der bügelt den wieder aus. Geniale Grätsche auf jeden Fall. Lukaku ist natürlich unglaublich gefährlich, das darf man nicht unterschätzen, aber Zuma macht das hier klasse. Jetzt nur direkt rausspielen, damit hier bloß nicht irgendwie der Selman an den Ball kommt und vielleicht am besten direkt den Konter einleiten. Griezmann macht das da auf Lacazette. Ah, schwach gespielt, aber Ben Arfa, ja. Gut, irgendwie, also es läuft noch nicht so ganz. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen nervös. Wie gesagt, heute das erste Mal, dass ich den Controller auch nur ansatzweise in der Hand halte. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Aber momentan führen wir ja. Momentan geht ja alles gut. Halbzeit. Die Statistik bisher, Ballbesitz auf seiner Seite. Ah, die Torschüsse ist aber auf meiner Seite, deswegen führen wir ja auch. Ist aber auf jeden Fall spannend. Carrasco und Dembélé für Witzel und Mertens, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Er will hier den Sieg, beziehungsweise er will halt... Okay, ist ja auch logisch. Er steht ja auch im Viertelfinale. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das gibt es nicht. Ich hasse FIFA. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Was macht er? Warum? Der kann überall den Ball hinschlagen. Er schlägt ihn genau auf Hazard. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Oh, jetzt ist natürlich alles vorbei. Ein Tap direkt mit dem nächsten Fehlpass. Oh, fuck my life, ey. Das ist doch beschissen. So, Freunde, ab diesem Zeitpunkt ging das Ganze nicht mehr live. Das liegt ganz einfach daran, ihr werdet gleich sehen, was passiert. Es war einfach nicht mehr feierlich, wie diese Spiele im Endeffekt verlaufen. Sie haben gerade schon gesehen, da haut Payet den Ball wie Ronaldo 1 bei der WM 2014 in die Ein-Mann-Mauer. Und dann kam der Selman wieder nach vorne und es gibt diese Situation hier, Zuma im 16er. Naja, und das ist halt wieder die Impact-Engine. Er schiebt ihn quasi weg, er spielt zwar den Ball, aber es gibt trotzdem den Elfmeter. Und natürlich, in einem Turnier macht man solche Dinger rein.
Ich war trotzdem total enraged. Es war gestern mein erstes Spiel. Ich war allgemein nicht sonderlich gut drauf, weil ich immer noch ein bisschen am Kränkeln bin. Und vor allem, weil ich hier auch nach links gedrückt habe, aber er halt nach links oben gesprungen ist, war ich sehr mad. Und es wurde nicht unbedingt besser, denn wir sehen hier direkt die nächste Szene. Einwurf, das Ganze verkackt. Eigentlich ein Foul an meinem Spieler, zumindest in meinen Augen. Und zum Glück wird die Szene davon auch von Zuma geklärt. Aber das reicht halt im Endeffekt nicht, denn hier die nächste Situation. Zuma, diesmal bleibt er einfach stehen, lässt sich von Lukaku wegdrängen und er sweatet sich zum 3:1. Dazu muss ich sagen, ich wusste nicht, dass Sweat okay ist. Ja, es kam dann hier beispielsweise auch noch sowas dazu. Ich habe nicht nochmal gedrückt, er hat sich einfach so nochmal weit vorgelegt. Ich wusste nicht, dass Sweat okay ist und für mich war es da vorbei. Da war ich halt einfach raus. Das hat mich so geflasht in dem Moment. Auch wenn es okay ist, es ist ein Turnier und so weiter. Ich wusste nur halt nicht, weil Fair Player gewünscht war, dass man sweatet. Ist im Endeffekt nicht schlimm. Kann man gegen den Zellmann nicht sagen, er wollte gewinnen. Und das tut er hier auch noch mit 4:1 in der 90. Minute. Vollkommen in Ordnung. Ich habe in der zweiten Halbzeit alles vermissen lassen, was in der ersten Halbzeit funktioniert hat. Es ging wirklich gar nichts mehr. Die Frage ist jetzt, kann ich es im Rückspiel korrigieren? Müssen wir mal schauen. Das Video findet ihr auf seinem Kanal. Schaut auf jeden Fall vorbei. Dass er gesweatet hat, ist nicht schlimm. Gar keine Frage. Auch, dass er den Elfmeter reingemacht hat, ist nicht schlimm. Für mich einfach nur bitter und der Beweis wieder, dass Ultimate Team einfach beschissen ist und das Karrieremodus deutlich besser für mich ist. Es kommt jetzt nochmal ein Statement von direkt gestern Abend. Ich verabschiede mich vom nachkommentierten Teil. Bis dann. Macht's gut und ciao. So, Freunde, nach dem Spiel ist vor dem Turnier-Review. Wir sind am Start. So, Freunde, also mal ganz kurz nachkommentiert war das Ganze aus folgendem Grund. Ich habe in der zweiten Halbzeit des ersten Spiels halt einfach absolut nichts mehr hinbekommen. Mein Team war total beschissen, genauso wie jetzt in der zweiten Halbzeit im zweiten Spiel. Das könnt ihr auf MSK-Kanal sehen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Es lief nicht, wie ich wollte. Ich habe auch das zweite Mal Frankreich bekommen. Nächstes Mal möchte ich bitte nicht Frankreich haben, sonst protestiere ich. An sich, ich gönne MSK, dass er in seinem eigenen Turnier im Halbfinale steht. Ich hätte es mir natürlich mehr gegönnt, gar keine Frage. Aber an sich ist auf jeden Fall nice für ihn, freut mich für ihn. Und nächstes Mal werde ich dann auf jeden Fall früher vorher die Regeln wissen, weil dass man halt sweaten darf, wusste ich halt einfach nicht. Ich wusste es wirklich nicht und das hat mir halt, ja, wirklich, das war so ein richtiger Flash-Moment und da dachte ich halt so, gut, jetzt ist es sowieso egal, dass er dann Eigentor macht. Ist lobenswert, ich finde es aber irgendwo auch ein bisschen scheinheilig, wisst ihr? Ich habe absolut von Anfang an gesagt, ich habe nichts gegen MSK. Ja, ich habe auch in dem Video selber, in der Live-Reaktion, ich bin halt einfach geraged. Aber ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe ihn nicht angemacht oder irgendwas. Ich finde es aber scheinheilig, in der 89. Minute ein Eigentor zu machen. So nach dem Motto, da hast du das Sweaty Goal wieder. Das ist halt so, hätte er es am Anfang gemacht, okay, aber in der 89. Minute, ich bitte dich, ganz ehrlich, das macht ja auch keinen Unterschied mehr. Weil das Torverhältnis hätte ich sowieso nicht mehr hinbekommen. Das letzte Spiel war dann auch dumpf, ja, zweimal ausgekontert worden, hat zweimal getroffen. Ich weiß, warum im ersten Tor, wenn ihr es gesehen habt, da jetzt keiner mehr stand auf der rechten Seite, die war ja komplett verwaist und komplett leer. Hazard halt komplett frei. Bitter auf jeden Fall. Der zweite Konter, ja, hat halt durchgesweatet, ist in Ordnung. Kann man so machen. Bitter für mich auf jeden Fall. Ich habe es einfach nicht geschissen bekommen, vernünftig das auf den Rasen zu bringen. Aber ich muss auch sagen, FIFA ist in den letzten Wochen zu mir nicht gerade gnädig gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es gab ja die Zeit bei den Team of the Season Cups, da lief es mega nice. Bei mir habe ich jedes Spiel gewonnen in Head-to-Head und so weiter und so fort. Also da war es wirklich easy. Und dann gab es irgendwie einen Bruch und seitdem spiele ich wieder das letzte Stück Scheiß und kriege nicht mehr auf die Reihe. Weiß nicht, woran das liegt, ich kann es mir nicht erklären, aber es ist nun mal einfach so und damit muss ich leben und im Endeffekt bin ich raus. Ich habe sowieso nicht erwartet, ins Halbfinale zu kommen, ich habe erwartet, dass ich in der Gruppenphase rausfliege, von daher ist es halb so wild. Aber ja, nichtsdestotrotz wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß beim Turnier. Schaut beim Zellmann vorbei, schaut bei den anderen Turnierteilnehmern dabei, die noch dabei sind. Und ich wünsche denen noch viel Glück und viel Spaß auch vor allem in diesem Turnier. Ich bin beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei, wenn ich die Gelegenheit habe. Und ohne, dass hier böses Blut aufkommt, verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal, habt noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.